I am the Jochen und das ist der Frühsport für Samstag, den 21. Oktober 2023. Schönen guten Morgen. Ich bin wieder zu Hause in gewohnten Gefilden. War eine schöne Woche, bin ein bisschen kaputt, aber ansonsten hat es sich, denke ich, auch gelohnt. Aber jetzt wieder alles von hier und es ist einiges liegen geblieben im Laufe der Woche. Mich haben zahlreiche Faxe meiner Stammzuschauer erreicht, die gesagt haben, Mensch Jochen, es ist doch diese Woche World Championships im Mixed Curling. Warum hast du darüber nicht berichtet? Ja, das ging mir tatsächlich durch, muss ich gestehen. Wir sind schon im Halbfinale dieser Mixed Curling WM und da sind die Deutschen aber nicht mehr vertreten. Die sind am Ende auf Platz 13 aus dem Turnier rausgegangen. Ich gratuliere so halb, würde ich sagen, bei 34 Teilnehmern. 13. Platz, okay, hat ein Sieg mehr, hätte vielleicht sogar gereicht dann zur K.O.-Runde. Aber so sollte es nicht sein. Halbfinale Schweden, Kanada und Norwegen, Spanien. Haben wir das einfach auch mal erwähnt, würde ich sagen. Ansonsten gucken wir mal, was noch alles liegen geblieben ist und schauen mal zum Beispiel auf die Playoffs in der Major League Baseball. Da stehen die Serien wie folgt. Die Texas Rangers gegen die Houston Astros 2-2. Interessanterweise nur Auswärtssiege in dieser Serie. Und die Philadelphia Phillies führen jetzt nur noch 2-1 gegen die Arizona Diamondbacks. Nur Heimsiege in dieser Serie. Ist manchmal ein bisschen witzig, ne? Da haben die Diamondbacks jetzt gerade verkürzt. Wir bleiben natürlich dran. Es geht heute Nacht weiter mit den nächsten Partien und ich sage euch dann morgen, wie es da entsprechend weitergegangen ist. Champions League der Frauen ist ausgelost worden gestern und wir gucken mal, wen die deutschen Teams da gezogen haben. Eintracht Frankfurt trifft dort ab dem 14. November auf den Titelverteidiger FC Barcelona sowie Rosengård und Benfica. Und die Bayern, die spielen in der Gruppe C. Da haben wir sie gegen Paris Saint-Germain. Das ist sicherlich der größte Gegner. Außerdem AS Roma und Ajax. Das sind große Namen bei den Männern oder zumindest mal gewesen. Aber bei den Frauen haben sie sicherlich nicht das Standing. Also da sollten schon Bayern und Paris die Favoriten sein. Und Frankfurt, ja, Barcelona und Rosengard ist natürlich schon zwei Brocken, würde ich sagen, in der Gruppe. Mit Benfica wird man sich messen können, nicht missen. Aber müssen wir mal abwarten, ob es dann da eben reicht. Ab 14. November reden wir drüber, wenn es soweit ist. Apropos Fußball, gucken wir mal kurz, was sich da getan hat. Gestern gab es wieder Liga-Fußball. Dortmund 1-0 gegen Bremen gewonnen in der Bundesliga. In der zweiten Liga Hannover 2-1 gegen Magdeburg. Elversberg 3-0 gegen Braunschweig. All das und noch vieles mehr wieder Montag, Dienstag in den üblichen Fußballrückblicken. Ihr kennt das ja von mir. Jetzt schauen wir mal auf den Fußball vom heutigen Tage. Und da gibt es ein paar richtig interessante Kicks mit dabei. Wir starten mal mit der Fußball-Bundesliga. 15:30, fünf Partien. Ich bin live zugegen bei Darmstadt gegen Leipzig am Böllenfalltor. Außerdem heute Mittag Hoffenheim gegen Frankfurt, Wolfsburg gegen Leverkusen, Freiburg, Bochum und Union Berlin empfängt den VfB Stuttgart. Am Abend um 18:30 dann das Topspiel Mainz gegen Bayern München. 18:30 also alles das auf Sky Bundesliga zu sehen. Die Nachmittagsspiele wie immer einzeln oder in der Konferenz. Zweite Bundesliga um 13 Uhr HSV gegen Fürth, Paderborn, St. Pauli und Osnabrück gegen Wien Wiesbaden, Einzelkonferenz und so weiter bei Sky Bundesliga. Das Abendtopspiel sehr klangvoll wieder, Düsseldorf gegen Kaiserslautern, ist aber auch nicht nur klangvoll, sondern auch tabellarisch wirklich ein Topspiel. Das ist nämlich Sechster gegen Vierter, zwei Teams, die da hoffen oben an, Sechster gegen Dritter, weil die Hannoveraner sind bei mir in der Tabelle jetzt schon hochgerutscht nach dem Sieg gestern. Auf jeden Fall Top 6 Teams untereinander. Das ist immer gut und natürlich richtig was los da bei dem Spiel wahrscheinlich auch. Live auf Sport 1 im Free TV oder auch auf Sky Bundesliga das Ganze zu sehen. Die dritte Liga kommt um 14 Uhr nachher mit ein paar Spielen am Nachmittag. Magenta Sport Sport beschert uns die Konferenz. Diesmal frei für alle Magenta TV Zuschauer, auch ohne Magenta Sport Abo. Dazu gibt es zwei Spiele einzeln, nämlich Dresden gegen Münster. Das gibt es im Mitteldeutschen Rundfunk und im Westdeutschen Rundfunk. Und Ingolstadt gegen Unterhaching, das gibt es natürlich im Bayerischen Rundfunk. Also wo sonst soll Ingolstadt Unterhaching laufen, sind wir mal ehrlich. Dazu gibt es noch folgende Spiele auf Magenta exklusiv zu sehen. Halle gegen Regensburg, 60 München gegen Freiburg 2 und Lübeck gegen Viktoria Köln, alle um 14 Uhr. Und das Topspiel dann um 16.30 Uhr, Duisburg gegen Bielefeld, auch auf Magenta Sport. Die Frauenbundesliga, wie immer bei Magenta Sport oder auch bei der DAZN zu sehen. Wir haben Freiburg gegen Nürnberg um 12 Uhr, wir haben um 14 Uhr Essen gegen Bremen, Punkt. Und jetzt gehen wir in die auswärtigen Ligen. Da ist es richtig interessant, finde ich. Zum Beispiel geht es in der Premier League um 13:30 das Merseyside-Duell. Liverpool gegen den FC Everton. Immer wieder eine Reise auf der Fernbedienung wert. Wer das gucken möchte bei Sky Premier League, ist, denke ich, zu empfehlen. Dann haben wir im 16 Uhr Block unter anderem Manchester City gegen Brighton. Auch das ist ein Spiel, wo ich sagen würde, da steckt dieses Jahr tabellarisch einiges drin. Das ist momentan Dritter gegen Sechster. Und also bei Liverpool gegen Everton fehlt ein bisschen die tabellarische Brisanz, muss man sagen. Everton ist 16. Ebenso wie bei dem Londoner Derby übrigens, Chelsea gegen Arsenal, da fehlt auch so ein bisschen die Brisanz, weil Chelsea eben nur 11. ist, dafür Arsenal aber 2.
aber auch auf jeden Fall, denke ich, sehenswert. Das um 18:30 Uhr und am Abend um 21 Uhr mal wieder mal ein Spiel Sheffield gegen Manchester United gibt es da im Angebot. So, dann gucken wir nach Frankreich. Auch da interessant, 17 Uhr PSG gegen Straßburg und um 21 Uhr Nizza gegen Olympique Marseille. Das ist das große Mittelmeerduell. Beide Spiele live auf der Zone zu sehen. Italien, ja, geht so um 15 Uhr Napoli bei Hellas Verona, 18 Uhr Inter bei FC Torino und um 20:45 Uhr dann Lazio zu Gast bei Sassuolo. Und in Spanien, da haben wir beispielsweise für euch um 14 Uhr Real Sociedad gegen Mallorca. Wir haben um 18:30 Uhr Sevilla gegen Real Madrid und um 21 Uhr Atletico zu Gast bei Celta Vigo. Das die Spiele also vom Fußball heute. Alle diese letzten genannten liegen alle auf Sky, auf der Zone natürlich zu sehen. Frankreich, Italien, Spanien und die Premier League haben wir schon gesagt auf Sky Premier League. Wo auch sonst. Das zum Fußball. Dann gucken wir mal, was wir noch Schönes im Angebot haben. Wir gucken aufs Tennis natürlich. Da gibt es das Turnier von Antwerpen. Und da hat sich Maxim Matterer qualifiziert fürs Viertelfinale. Struff ist ausgeschieden im Achtelfinale. Hanfmann ist auch ins Viertelfinale eingezogen. Und in diesem Viertelfinale, das ist heute gespielt worden, ist Hanfmann dann gegen Tsitsipas ausgeschieden. Und Matterer hat sich gegen Gaston fürs Halbfinale qualifiziert. So rum passt es jetzt. Jetzt war ein bisschen wirr, gebe ich zu. Also Matterer im Halbfinale zu sehen. Das Ganze dann bei Sky gegen Bublik wird er spielen. Und zu sehen das Ganze auf Sky Tennis ab 15.30 Uhr. Ansonsten gibt es noch das Turnier von Tokio. Da sind Paul und der Minor ausgeschieden. Also zwei Zverev-Konkurrenten, sicherlich hilfreich das Ganze für ihn. Und ja, also guckt den ganzen Tag einfach Tennis auf Sky Tennis. Da kriegt er erst wieder Tokio geboten und dann Antwerpen. Und wir schauen aber dann nach Nanchang für die Leute, die Tennis-Channel haben. Da ist Laura Siegemund ist zwar ins Viertelfinale gekommen, ist dort aber dann freiwillig nicht mehr angetreten, um sich auf Doppel zu konzentrieren, denn da geht es ja zusammen mit Vera Sonnierer noch um die Qualifikation für die WTA-Finals. Wir kennen die Ausgangslage, sie sind im Halbfinale, zwei Siege brauchen sie noch, dann fahren sie zu den WTA-Finals, wenn nicht, dann nicht. Ist ganz einfach. Und dieses Spiel ist jetzt angesetzt worden, das nächste, das Halbfinale, was sie spielen müssen, das ist heute früh um 7, also Samstag früh um 7, gegen Rakhimova Sasnovic. Wer das gucken möchte, Tennis Channel ist da am Start. Und ich hatte schon mal gesagt neulich, es gibt die Möglichkeit, sich jetzt noch für das Finale der WTA-Saison einen Gratis-Monat beim Tennis Channel zu sichern. Wer Lust drauf hat, da gibt es den Code DC23 für Davis Cup. Der müsste noch gelten. Also letzte Woche galt er noch, als ich abgeschlossen habe. Da könnt ihr das dann vielleicht um 7 Uhr live gucken, wenn ihr Lust drauf habt. Wenn ich lasse das einfach. Ist ja ganz klar. Außerdem noch Cluj-Napoca in Rumänien. Da haben wir ein deutsches Halbfinale. Eva Lüß gegen Tamara Korpatsch. Soll um 10 Uhr starten. Auch interessant. Tennis-Channel ist auch hier euer Freund, wenn ihr das Ganze gucken möchtet. Und natürlich die Konkurrenz von Krawitz-Pütz. Die gibt es in Tokio auch noch zu sehen. Aber ich glaube nicht bei Sky Tennis. Mit Murray Venus, mit Lemon Swithrow. Und wie sie alle heißen. Die da versuchen, Krawitz-Pütz von den ATP-Finals fernzuhalten. Machen wir am Montag wieder in aller Ruhe dann den Roundup und gucken, was sich diese Woche bei den Turnieren dann getan hat. So, das zum Tennis. Dann gucken wir auf die deutsche Eishockey-Liga. Iserlohn weiterhin letzter nach der Niederlage bei den Fishtown Penguins. Aber in guter Gesellschaft, denn die Düsseldorfer EG verliert auch wieder. Aber holt ein Pünktchen immerhin, weil sie nur nach Verlängerung verloren haben in Straubing mit 1:2. Aber ich weiß auch nicht, was da dieses Jahr los ist bei denen. Keine Ahnung. An der Spitze der Tabelle die Eisbären Berlin, 5:2 gewonnen in Frankfurt vor den Adlern Mannheim. Die wiederum gewinnen gestern Abend gegen die Nürnberger Ice Tigers, auch klar mit 6:2. Und die beiden Teams haben sich ein kleines bisschen jetzt abgesetzt. 27 Punkte und 26 Punkte auf der 3. Schwenningen mit 23 Punkten nach dem Sieg gegen München. Und die Straubinger nach ihrem Verlängerungssieg mit 22 Punkten. Ebenso wie Wolfsburg, die nach Verlängerung verloren haben, gegen die Köln-Haie zu Hause. Auch da 22 Punkte auf dem Konto. Heute gibt es Eishockey aus der NHL zu sehen bei Sky, wer Lust drauf hat. Ottawa gegen Detroit um 19 Uhr und um 22 Uhr Arizona gegen die Anaheim Ducks. Auch das auf Sky zu sehen. Das zum Eishockey, dann kommen wir zum Baseball hatten wir schon. Handball-Bundesliga, da gab es das Topspiel Füchse Berlin gegen Melsungen. Die Füchse gewinnen mit 6 Toren und sind damit weiterhin klar vorne in der Handball-Bundesliga. Melsungen aber weiterhin mit einer guten Rolle da vorne in der Spitzengruppe mit drin. Champions League, Kiel verliert in Kolstadt und Magdeburg schlägt Porto. Das war noch ein Nachtrag von vorgestern Abend. So, und dann gucken wir auf den Handball von gestern Abend. Da gab es aber nichts, sehe ich gerade, habe ich mich geirrt. Ich verguckt, ich war schon bei heute, glaube ich, ne? Denn heute gibt es im Handball die Handball-Bundesliga zweimal um 19 Uhr. Bergischer HC gegen Göppingen und Erlangen gegen Flensburg-Handewitt, beides live auf Dein Sports.
Rugby-Weltmeisterschaft. Gestern eine Machtdemonstration der Neuseeländer. Gewinnen haushoch und klar. 44-6 war es, glaube ich, am Ende gegen Argentinien. Damit stehen sie im Finale. Gegner wird heute Abend ermittelt. England gegen Südafrika. 21 Uhr. Pro7max oder auch ran.de sind für euch die übertragenen Stationen. Da könnt ihr gerne reinschauen, wenn ihr Lust habt. Dann gucken wir kurz auf die... ist noch gar nicht fertig. Die Quali der Formel 1 sehe ich gerade hier in den USA. Das läuft noch. Kann ich euch nicht sagen, wie es ausgegangen ist. Heute geht es auf jeden Fall weiter bei der Formel 1 wieder mit dem Sprint-Qualifying und dem Sprint-Shootout. Dieses Format, was keiner so richtig mag. Diese Quali startet um 19.30 Uhr. Und dann gibt es um Mitternacht deutscher Zeit auch direkt dann dieses Sprintrennen. Wenn ihr Lust habt, guckt. Wenn nicht, lasst es bleiben. Ich werde dir die Tage erzählen, wie es ausgegangen ist. So, was haben wir noch übrig? Da ist noch eine Meldung vom Wasserball. Hannover verliert im Eurocup bei Primorje. Für die harten Wasserball-Fans hier in der Runde, für die Wasserball-Ultras, falls es die gibt. Bitte in die Kommentare, meldet euch, wenn ihr Wasserball-Ultras seid. Ich fände es interessant. Dann habe ich noch, jetzt kommen so ein paar Splitterresultate noch rein. Wir haben noch ein NFL-Ergebnis aus dem Thursday Night Game. Die Jacksonville Jaguars gewinnen gegen New Orleans. Dann habe ich noch im Angebot Basketball Euroleague. Bayern München verliert bei Barcelona. Alba Berlin verliert in Monaco. Also eigentlich auch nichts Neues, muss man fairerweise sagen. Ist noch irgendwas Spannendes, was ich vergessen habe? Ich gucke mal so, ich glaube, ich sehe nichts mehr. Eishockey hatten wir. Achso, hier, Basketball-Bundesliga ist schon ab. Das hatte ich noch vergessen. Auf Dein Sports natürlich. Mit 18:30 Hamburg-Ulm und Würzburg-Braunschweig und dann um 20 Uhr Ludwigsburg gegen Bonn und Tübingen gegen Heidelberg. So. Und jetzt bin ich auch am Ende angelangt. Nee, siehst du, ist immer noch irgendwas, was sich dann doch noch irgendwie so in der Liste zeigt, was ich erst überlesen habe. Die DM fährt nämlich in Hockenheim, 13:30. Das Ganze erst mit dem ersten Rennen, morgen dann das zweite, an diesem Wochenende sind immer zwei. Und das gibt es auf Pro7 dann wieder zu sehen im Rahmen von Run Racing. Jetzt bin ich aber fertig, glaube ich. Wenn ich was vergessen habe, ich muss mich erst wieder hier ein bisschen einleben, dann tut mir das sehr leid. Dann schreibt es bitte auch in die Kommentare rein. Liebe Wasserball-Ultras und alle anderen natürlich. Morgen wieder Frühsport hier mit dem Blick auf den Sonntag und dem Rückblick auf den Samstag. Und Montag, Dienstag dann die üblichen Fußball-Rückblicke aufs Wochenende. Ihr kennt das Spiel Mittwoch, NFL und so weiter und so fort. Also das ist was, wir sind wieder im normalen Rhythmus jetzt drin. Ne? Und Tennis am Montag auch noch. Es ist jeden Tag was los. Lohnt sich dabei zu sein. Abonniert den Kanal, wenn ihr Lust habt. Glöckchen drücken, dann kriegt ihr mit, wenn ihr was Neues hochlade. Und ansonsten freue ich mich immer über einen Kommentar, über eine Anregung, über eine Nachfrage, über einen Daumen nach oben und vor allem auch über eine Weiterempfehlung. Wenn jemanden kennt, über den ihr sagt, der ist auch so sportverrückt, dann gebt mich gerne weiter. Ich würde mich freuen. Macht's gut, schönen Samstag und viel Spaß euch beim Sport gucken.